Hi. Ich habe einen Beutezug abgeschlossen. Ich wusste ja nicht, dass ich in einem Beutezug drin bin. Das war jetzt aber Zufall. Also ich habe die nicht gesucht, Tatsache, okay. Aber akzeptiere ich. Ja. So, und wenn sich jetzt rausstellt, dass ich einfach nur Pech hatte, ne? Der Pelz ist auch noch so wahrscheinlich, ne? Ja, der Pelz bringt mir halt nur nichts, ne? Wie sieht das mit dem Raphalos aus? Wo haben wir den hier? Hier, ja. Ist auf jeden Fall weiter unten, also stärker als der Rest. Weiter geht's. Noch brauchen wir nichts machen, außer in die Kantine gehen und die Quest neu starten. Und ich bin immer noch der Meinung, der Tobi Kadachi von eben hätte es verdient zu überleben. Aber naja, gut. Kann ich bitte in dem Lager starten? Dann bin ich nämlich näher an den Flugdingern dran direkt. Und auch näher an ihm. Ja, ist alles gut. Ich möchte jetzt hier erstmal... Okay, mit der ist es ja richtig einfach. Ist hier noch eine Blitzfliege irgendwo? Ach, und wenn nicht, ist auch egal. Wir haben ja jetzt erstmal eine. Jetzt müssten wir insgesamt 4 Stück haben. Und da wir den sowieso noch öfter besiegen müssen, beziehungsweise öfter in diesem Gebiet sein werden, und wenn wir da immer einfach einmal die Blitzfliege aktivieren und dann einen aus... Hoppala. Und dann einfach immer eine Flugdrachenlederhaut mitnehmen, sollte das tendenziell ja reichen. Was seid ihr gepolt? Ich möchte zudem. Ich verstehe mal nicht. Manchmal verstehe ich meine Leuchtfliegen einfach nicht, ne? Ich möchte zudem. So. So, da geht's lang.
Ja, ich gebe zu, hier möchte ich jetzt nicht gegen den kämpfen, weil hier ist so eng. Ist auch egal, wir machen jetzt hier. Der mag uns auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Und ich kann gut verstehen, warum. Ah, jetzt brauche ich meine erste Hilfe. Nein! Was zur Hölle? Alles okay? Wenn du Hilfe brauchst, rufe mit deinem Notleuchtzeichen andere Jäger. Ich meine. Ich hatte es nicht anders verdient. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Ich habe gut gespielt. Aber das hat jetzt halt mal nichts gebracht, ne? Der Kampf war gut, aber der Tobi Kadachi war halt besser. Und ich weiche halt schon wieder nicht aus. Das ist halt so, warum weiche ich nicht aus? Es ist jetzt. Jetzt geht's wieder mit dem Erbärmlichen los hier, ne? Wissen ist der beste Angriff und die beste Verteidigung. Lisa Kann ich Monster einmal mit dir reden, bitte? Der Tobi Kadachi darf leben.
So, wir bekommen jetzt zwar keine Belohnung, aber wir haben die Flugdrache Nederhaut. Die bleibt uns erhalten. Das ist war mir jetzt gerade wichtiger, als dass ich jetzt noch versuche, den zu besiegen. Was ich mit einem sehr ruhigen Spielziel wahrscheinlich sogar geschafft hätte. Aber was soll ich herstellen? Ist ja Quatsch, weil wir können ja einfach jetzt schon mal hier sagen, wir stellen die Rüstung her, die wir noch haben von dem Set. Dann haben wir nämlich das Set komplett. Und ich gebe zu, das ist mir jetzt gerade ein bisschen wichtiger als der Rest. Und jetzt nehmen wir uns einfach eine Rüstung, die gut gegen Elektroschaden ist. Vielleicht ist das ja sogar diese hier. Barot. Wir sind jetzt bei der Kulu-Sachen hier, ne? Bei dem ganzen. Natürlich wird dieses Set gespeichert. Kommt das dazwischen? Ja, offensichtlich kommt das dazwischen. Und das ist unser wunderbares Kulu-Set. Jetzt können wir mal gucken, ob wir ein Set haben, was jetzt sehe ich doch gar nicht hier. Wo sehe ich denn jetzt in den Set-Bonus? Also jetzt habe ich hier ja ich würde eigentlich gerne mit dem Barot-Set, glaube ich, kämpfen. Jetzt haben wir hier noch unseren Talisman rein, den wir ja bekommen haben. Damit sehen wir das Kulu-Set halt leider gar nicht, aber das ist jetzt leider so. Mit Geld bezahlen. Chefkoch, bitte. Ja, hi! Danke, dass du mir das gibst, warum auch immer.
Auf geht's! Ja, komm, let's go.